Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Minecraft Infinity von FeedTheBeast auf dem Server, den ich aufgemacht habe mit Novolem. Und das ist so ein Projekt. Aha, ich habe mich nämlich getötet vorher noch kurz. So. Oh, it's missing or abstracted. Gut. Ja, jetzt kann man das auch wieder löschen. So. Nochmals ein Dead. Oh, ich sterbe zu viel. Remove. Remove. So, wir gehen zum LP. Wir haben ein gemäßigtes Biom gesucht, wo wir Let's Playen können in einem Projekt. Und das ist nun das Projekt mit dem Infinity Modpack. Und in diesem Modpack haben wir richtig viele Sachen. Also wenn wir jetzt kurz mal NIE anmachen. Ich muss mal kurz Rezeptmodus noch machen. Wir haben 220 Seiten voller Blöcke. Also es sind gigantisch viele Mods. Und ja, da haben wir viel zu tun. Also, ich habe mir gedacht, ich mache hier oben. Ich muss den Turm da noch wegmachen. Ich habe es markiert. Machen wir ein Haus und gehen in die Farmwelt farmen. Probieren einfach alle Mods aus und wir müssen dann einfach schauen, ein paar Mods sollten dann lieber in fremden Welten gemacht werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Timecraft zu viel Magie machen, dann kommen überall Wisps und das sollte man verhindern. Deshalb machen wir vielleicht eine Timecraft-Welt und einfach eine Welt, wo auch ein bisschen Umweltverschmutzung sein kann und so weiter. Ja, also die Säule mache ich bald noch weg. Zwischen dem ersten und zweiten Part. Und wir müssen jetzt hier mal uns um ein bisschen Holz kümmern. So. Ja, ich freue mich riesig, weil in diesem Mod kann man so extrem viel machen. Viele Leute machen hier jetzt auf dem Server zuerst mal Technik. Ich kenne mich mit Technik noch nicht so gut aus. Ich kenne ein paar Mods und kann schon ein bisschen machen, aber nicht allzu viel. Da brauche ich noch ein bisschen Hilfe, muss noch nachschauen. Und ja, ich will auch nichts kaputt machen oder Rohstoffe vergeuden, die ich schön farmen möchte, gemacht habe. Ja. Also, wir müssen schauen, hier hat es nämlich auch Monster in der Dingwelt, in der Bauwelt. Also müssen wir gucken, dass wir nicht allzu unvorsichtig spielen. So. Also, hier haben wir Nahrung drin. So. Ja. Also, als erstes machen wir Crafting Table, das ist eigentlich in jedem Modpack so. Auch im Originalspiel natürlich. Gut. Platzieren es hin. Machen Stöcke. So, müssen noch ein bisschen mehr Planken haben. Also Bretter. So. Ja. Müssen halt in die Farmwelt. Ja, okay. Hier könnten wir noch ein bisschen, das ist ja unser Berg. Den habe ich jetzt extra genommen, einfach weil er mir so in die Augen gestochen ist, weil er so hoch ist und weil ich auch etwas Cooles drauf machen will. Ja, ich denke, ich werde mal hier reingehen. Hier könnten wir noch ein paar Gemüse mitnehmen. So. Wir brauchen Stein natürlich. So. Gehen wir hier runter. Hier kommt sowieso dann der Keller hin. Es wäre einfach gut, wenn man auf den Server kann und spielen Ding einfach in der Farmwelt das meiste macht. Außer ihr wisst es, ich werde dort auch irgendwas bauen. Weil es ist halt einfach wichtig bei Servern, wo viele Spiele sind und wo man halt einfach viel auch kaputt machen kann, dass man einfach in der Farmwelt farmt und sonst, ja, halt Sachen wie Erze und so nicht in der Bauwelt farmt. So,
Aber so eben Felder und Bäume und so kann man natürlich auch anpflanzen. Hier in dieser Welt und farmen. So, aber einfach die Sachen, die dann immer weg sind, die wären nicht so gut. Gut, also. Dann ein Doppel-Rubberwood Gummibaum. Aha. Ich höre irgendwas. Okay. Also, wir gehen jetzt gleich in die Farmwelt. Es ist zwar ein bisschen gefährlich diesmal, also ja, in diesem Projekt haben wir auch nur kurz Misskraft verwenden und die Welten sind halt immer zufällig und jetzt zufällig ist, sind dort halt ein paar viele Goblins und Ghasts und so. Müssen wir dann schauen. Ja. Wir müssen unser Holz verbrennen. Wir haben keine Kohle natürlich. Und eine Axt haben wir auch noch nicht. Gut. So. Weil wir müssen noch eine Kiste machen, weil ich nehme das ich jetzt nicht in die Farmwelt. Mit den ganzen Gemüsen. Oh, schwarze Berries haben wir auch. Gut. So. Also, ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, was wir als erstes machen wollen. Vielleicht mit Tinkers Construct anfangen. Was ich auch noch relativ viel machen will, ist einfach ein bisschen Towncraft für diese Nodes zu identifizieren, wo immer überall herumschweben. Und ja, mal überlegen. Ja, was könnten wir machen? Eben da diese Pumps, Housecraft-Sachen. Ja, also es wird immer nach und nach alle Mods eigentlich durchgenommen. Und ja, die kommen später, die ich noch nicht kenne, die Mods. So, also. Das hier hin. So. Meine Doppelkiste hier hin. Also. Das müssen wir nicht mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Was bräuchten wir noch? Eine Schaufel. Ja, gut. Machen wir noch eine Schaufel. Und dann noch Fackeln. Ja. So. Okay, Fackeln haben wir. Stein nehmen wir mit. Gut. Also, Regen. Hallo. Sieht das interessant aus. Der Hole, der Regenhole. Das Regenloch. So, Let's Player dürfen teleportieren, weil es halt weit weg ist. Aber wir werden dann, wenn eigentlich die ersten Nicht-Moderatoren oder OP-Let's Play anfangen, werde ich dann natürlich auch eine Portalwelt haben, die dann Bücher besitzt, wo ihr dann in die Portalwelt könnt und dann zum Spawn kommt und so weiter. So, also, in dieser Welt regnet es auch. Sehr schön. Wirklich etwas, was ich gar nicht möchte. Jut, Leaf Pile. Da unten war wahrscheinlich schon jemand. Nö, nicht mal. Bäume hat es hier. Die Wurzeln von den Bäumen. Ja, was hat's hier unten? Ein bisschen verfluchtes Gras. Oder ist das noch irgendwie? Lieber weg machen. Weg, weg. Ja, wir haben leider hier irgendwie nicht. Oder nur weiter unten Stein. Ist ein bisschen blöd. Weil sonst müssen wir nämlich noch eine zweite Farmwelt aufmachen, wo man auch Erze farmen kann. Tja, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Steine farmen und so. Vielleicht hier runter. Ja. Da ist ein Zombie. Also das Gras sieht nicht so schön aus.
Monster Hunter, yes. So, geht's noch tiefer runter? Nö, es geht wieder hoch. Ja, das habe ich natürlich gestern nicht mehr gesehen. Dass wir hier nicht Steine haben. Es ist eben immer Zufall. Also Mistcraft ist eigentlich nur Zufall. Deshalb mag ich ja eigentlich nicht so diesen Mod, aber weil es eigentlich eine der einzigen Möglichkeiten ist, solche Wetten zu machen, haben wir das mal genommen, weil es eben drin ist und andere Mods nicht drin. Ein Wisp, oh. Oh, er ist weggewittert. Upp. Die sterben bei. Was haben wir? Hunger? Aha. Das dachte ich schon, er hätte uns irgendwas anderes gesteckt. Weil das geht nämlich auch. Und ja, ist nicht so interessant für uns. Nicht so gut. Wo ist der Wisp? Ja, haben wir etwas Schönes gefunden. Eine schöne Welt. Wir müssen wieder nach oben. Vielleicht ein bisschen weiter weg und dort hat es vielleicht noch Steine. Oder wenigstens Erze. Also, vielleicht hier drüben. Hm. Das ist ein bisschen blöd. Das ist eine blöde Welt, aber die sieht so richtig geil aus. Wir haben einfach die erste genommen, die wir anständig gefunden haben. Und den Ding wollte ich auch nicht gehen. Den Treibsand. Das ist natürlich blöde. So, komm, ja. Gut. Haha, er ist auch. Er ist auch drin gesteckt. So. Also werde ich dann bis zum zweiten Part machen, dass wir eine anständige Farmwelt haben. Und ja. Mal gucken, wenn Novolem anfängt, wenn ein anderer noch anfängt. Okay, hier ist es ein bisschen verflucht. Das ist natürlich auch nicht so gut, wenn wir Crimson, glaube ich, heißen die. Von Foamcraft haben hier. Naja, wir können leider hier nicht so viel machen. Das ist das größte Problem. Vielleicht ein paar Schweine jagen. So. Ja, die haben Darkness. So. Aha. Ein Headset. So. Hallo. Aha. Ein Leck. Also gehen wir wieder zurück. Müssen vielleicht in den Berg ein bisschen reinbohren. Jo. Schauen wir mal. Also, hier gibt es nämlich auch Darkness. Können wir kurz schauen. Jetzt haben wir gerade nicht Darkness. Wieso ist hier ein Buch? Das ist nicht so gut, wenn hier ein Buch ist. So. Ah, das ist das alte Buch wahrscheinlich noch. Also wir können ein bisschen Stein hier farmen, weil es hier eine Koppel. Ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn das immer verbrennt. Was habt ihr hier gemacht? Oh. So. Jetzt ist gut. Also nehmen wir hier ein bisschen Koppel mit. Meistens verbrennt es leider.
So. Komm. Nicht lecken. Gut. Ja, der Mod ist richtig ressourcenfressig. Also das Modpack. Voll ressourcenfressend. Ja, das Buch, das werfe ich hier in den Treibsand, dass die spawnt noch einige Zeit. Ich glaube. Weiß jetzt nicht. Wer ist hier gestorben? Man sieht es leider nicht. Ah, ich bin ja gestorben. Stimmt. Habe aber nichts ge drin gehabt. Oder? Doch. Ich habe nur die Lampen hier zugemacht. Also gefärbt. So. Also. Wir haben hier übrigens die Wege gemacht mit Concentrate. Concentrate ist so ein Schnelligkeitsweg. Da könnt ihr also schnell eigentlich so dann zu eurem Grundstück gelangen. Und ja, mit Rennen geht es natürlich ein bisschen schneller. Wir wissen jetzt noch nicht, ob es noch schneller geht, aber es wäre richtig geil. So, wo haben wir die Ding oben? Ja. Dann machen wir nämlich hier den Strahl weg. So. Gut. So. Und gehen nach oben wieder. Also. Nehmen wir gleich noch ein paar mit. Das ist jetzt einfach unser Anfänger-Fraß. Food. Weil ja, die Bären halt immer schnell warten, wieder nachwachsen. So. Wir könnten Äpfel machen. Machen wir Äpfelbäume. Und. Nussbäume. So. Also. Ja, die Säule mache ich nächsten Part weg. Die Farmwelt wird wahrscheinlich eine neue sein dann. Und das geht nicht, das geht nicht. Ja. So. Ein Bogen, ja, das bringt jetzt nicht viel. Die anpflanzen. So, machen wir das da hinten. Ja, wie sollen wir jetzt das am besten machen? Wir machen es jetzt einfach alles hier. So. Die. Und den hier. Ein Mellowberry. Aha. Gut. Ja. Also. Sky of the Beginning. Aha. Die Sachen hier rein, diese zum Abschreckung. So, weg damit. Pfeile auch rein. Ja. Jetzt möchte ich noch ein paar Sachen machen und das ist, ja, Wasser können wir noch nicht holen. Wasser haben wir hier oben nicht. Also auch keine Felder. Ja, was hat er hier? Oh, hier hat's dieses Rivercane. Okay. Aha, ich verstehe nur Bahnhof. Also Silikon, weiß ich ja, was das ist. Eine Silikonpresse. Eine Logikpresse. Eine logische Presse oder was? Ja, Birnen, sehr gut. Ja, also. Eben nächsten Part machen wir das Haus, farmen Rohstoffe und ja, erkunden vielleicht noch ein bisschen die Welt hier. Machen vielleicht einen Keller schon mal und Kisten dort rein. Die Kisten können wir sicher auch upgraden. Ich weiß jetzt gleich nicht, ob der ein Chest-Mod drin ist, aber ich denke schon, oder? Dann mal Chest. Naja, nicht. Schade, der ist nicht drin.
Doch, hier. Hier ist er. Ja, dann können wir das machen. Da muss ich mal gucken. Ach so. Und dann so. Aha. Ja, da haben wir recht. Ja, nicht so schwere Aufstufungsding. Ein Einschuss können wir auch so machen mit Glas. Okay, das ist die Crystal Chest, wo man die Items dann sieht, die drin sind. Eine Mana-Stählungs- Rüstungsplatte. Wow. Nano Chestplate. So etwas. Das kann man mit jedem machen. Hätten wir schon eine Rüstung, wieso nicht? Da können wir eigentlich mit Birken machen, oder? Dann machen wir kurz noch. Ja, viele Mods sind eben für mich auch noch neu. Ah, die sind jetzt drin gewesen. Machen wir das kurz nochmal. Und ja, dann im nächsten Part eben geht es richtig los, weil jetzt halt recht wenig noch machbar ist. Alles ist besser. Also ich bin einer, der halt schon sehr früh anfängt. Das richtige Projekt kommt natürlich dann nacheinander. Also eben wenn sich die ersten Fremden auch rein trauen, also auf den Server sind und auch aufnehmen wollen. Ja, und ich bin eben der Erste, der anfängt, Problem wahrscheinlich der Zweite und so weiter. So, also haben wir schon die erste Rüstung, die Abessum, richtig fette Mega-Rüstung. Gut, also Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Part und tschüss.